Hallo Leute, wer kennt's nicht? Man räumt irgendwo in der Werkstatt etwas um, man entscheidet sich dazu, okay, dieses Regal muss jetzt hier raus. Und die Dinge, die halt eben drin gelagert haben, die müssen aber trotzdem in der Werkstatt bleiben. Und das verursacht immer eines und noch was. Mann, das macht voll Sinn, ne? Definitiv. Ihr seht, das verursacht sehr, sehr schnell sehr viel Unordnung. Und dieses ganze Zeug soll irgendwie jetzt mal ein bisschen effizienter gelagert werden. Und dafür ist das heutige Projekt. Wir bauen einen Schrank. Aber das große Problem ist halt eben, je öfter man das Ganze macht, desto teurer wird das Ganze natürlich. Das bedeutet, das Ziel wird heute sein, relativ günstig das Ganze zu bauen. Ich werde euch ganz am Schluss auch sagen, wie viel Material ich jetzt tatsächlich für das Plattenmaterial ausgegeben habe und die Beschläge und alles, was halt eben dazugehört. Was benutzen wir heute? MDF. Cooles Material, lässt sich ganz geil verarbeiten, staubt zwar ein bisschen, aber die Absauganlage, die zieht alles weg, deswegen ist das hier in dem Fall bei mir zumindest mal nicht ganz so schlimm. Wenn es bei euch mehr staubt, solltet ihr halt eben eine Atemschutzmaske anziehen. Was klar ist, ne? Wenn es staubt, sollte man eine Atemschutzmaske anziehen. Ich habe das Ganze schon schön durchgeplant, ich werde mal den Plan holen und werde euch hier direkt einen super mega Trick geben, wenn ihr auch mal nach einem richtigen Plan etwas bauen wollt und halt eben schön organisiert das Ganze starten wollt. Also, wir bauen einen relativ simplen Korpus. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, das ist Overkill. Ich habe alles in der Birne, ich kann mir das handschriftlich aufzeichnen, ich kann es zumindest mal nicht. Aber ich würde sagen, dass hier diese Arbeitsvorbereitung einfach Deluxe ist und keine Wünsche mehr offen lässt. Ich habe hier im Prinzip alle Teile aufgelistet, die ich irgendwie zuschneiden muss, die ich beachten muss, die im gleichen Maß geschnitten werden sollen. Ein genereller Schnittplan, das heißt einmal eine MDF-Platte, 1,40 m × 2 m. Ein Reststück habe ich noch und dann habe ich hier noch eine ganze Platte, die angefangen wird mit den... Ah ne, das ist das dünne Material, das hier ist noch ein bisschen 19er MDF. G heißt für gleiches Maß. Das bedeutet, ich muss sowieso alles erstmal grob zuschneiden. Das heißt, alles aufs grobe Maß und alles, was irgendwie hier 450 mm breit ist, möchte ich hintereinander schneiden. Das bringt eine bessere Maßgenauigkeit. Und der Ultra-Tipp, schreibt euch die Bezeichnungen auch oben in den Schnittplan rein. Da wisst ihr beim Zuschnitt AA ist Boden und ich muss nur die ganze Zeit hin und her springen. Das macht es auch wieder ein bisschen einfacher. Für die Leute, die es interessiert, ich nutze hierfür Open Cut List. Das ist eine Erweiterung für SketchUp. Mega geil. Ich werde jetzt Platten nehmen und die werden wir einmal bearbeiten. Diese groben Maße mache ich mittlerweile auch gar nicht mehr am Anschlag. Ich markiere mir das einfach auf der Platte. Weil ich habe sowieso 3 cm umlaufend an Abfall, beziehungsweise als Verschnitt, 480. Dann haben wir hier E, 450. Dann haben wir hier 730. Ihr fragt euch, ob ich selber da noch durchblicke. Geht so. Ich habe meine Teile jetzt nochmal sortiert. Das hier sind die Teile, die werde ich später anpassen. Zum Beispiel die Fronten, die Einlegeböden, damit die auch wirklich exakt sitzen. Das hier sind zum Beispiel die obere Platte und die untere Platte. Das hier sind die senkrechten, also die Unterteiler. Und das hier sind meine Schubladen. Das sind Teile, die werde ich jetzt alle direkt hintereinander aufs gleiche Maß schneiden, damit sie auch wirklich exakt genau gleich breit sind. Das ist so der Sinn hinter der Sache und so funktioniert es auch eigentlich ganz gut. So, ich habe jetzt mal alle wesentlichen Teile zugeschnitten und da können wir jetzt auch schon langsam mit den Flachdübelverbindungen anfangen. Das geht dann ratzfatz. Einmal Maschine bitte auspacken. Und hier auch nochmal so ein kleiner Tipp, ich orientiere mich immer an den Markierungen, also egal ob irgendwas draufsteht, weil auf allen Seiten steht was drauf und zwar die Teilebezeichnung und auf der anderen Seite steht nämlich nichts. Das ist für mich einfach eine Orientierung, dass ich jetzt weiß, okay, die ganzen Zeichen, die Symbole, die müssen nach oben stehen, damit ich das Ganze später auch immer richtig miteinander füge. Denn das hier muss zum Beispiel so miteinander gefügt werden, damit es dann halt eben später passt. Hier noch ein kleiner Tipp, ich habe mir jetzt hier diesen wunderschönen Winkel gebaut. Wer kann sich noch daran erinnern, als ich den gebaut habe? Da kann ich jetzt das Teil hier so dagegen legen und kann einmal mittig die Fräsung setzen. Ah, schon wieder falsch gemacht! Na! Doch nicht falsch. Alles gut.
So, jetzt können wir mal die Schubladen zusammenknallen. Ich habe jetzt übrigens extra mit den Schubladen mal angefangen, denn das ermöglicht mir halt eben jetzt hier alles ohne Schrauben zu realisieren. Ich gebe euch auch gerade hier noch einen Tipp. Also hier oben dieses Teil, das hält sich ja gerade durch das Klebeband und einen rechten Winkel haben wir wegen dem rechten Winkel oder wegen dem Halter vom Kreid. Kreid 32. Deswegen haben wir das, also der Winkel vom Ahne jetzt. Oh Mann, ey. Und deswegen können wir das Ganze jetzt einfach irgendwie auf unten den Boden leimen. Und dann können wir sicher gehen, dass das Ganze auch rechtwinklig ist. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann schließen eure Schubladen nicht gleich. Das hatte ich bei meiner Küche das Problem. Deswegen solltet ihr da aufpassen. Und in der Mitte werde ich auch gleich wieder Klebeband benutzen. Einfach weil ich nicht so viele Schraubzwingen benutzen möchte. Das dauert dann so ultimativ lang, die zu lösen. Weil man es halt auch hier eben ein bisschen anders lösen kann. So. Hier kommt jetzt auch noch ein bisschen Klebeband dran. Ich ziehe es hier runter, lege es innen um und reiße es dann von innen ab. Das mache ich jetzt an allen vier Seiten. Es wird aber sowieso später noch eine Schraube reinkommen. Leute, fast hätte ich einen Fehler gemacht, aber zum Glück nur fast. Das hier sind ja die senkrechten und da sollen vorne zwei Türen dran kommen und da muss ich deswegen als erstes die Systembohrung vornehmen und das geht natürlich nur, wenn die Teile noch nicht miteinander verbunden sind. Wir haben eine Schublade, die von oben 15 cm nach unten kommt, das heißt, wir müssen dieses Maß beachten, dass wir nicht unsere Systembohrung hier oben hin machen, wo sowieso später die Schublade sein wird. Ich schaue gerade einmal nach, A ist der Boden bzw. die Deckplatte, das bedeutet, das kann erstmal weg. Wichtig auch hier wieder ist jetzt wieder die Markierung, denn wir müssen uns einen Anhaltspunkt schaffen. Das bedeutet, wo etwas nach oben und wo etwas nach unten geht. Alter, beinahe voll der Denkfehler gehabt. Wir müssen nur an zwei Teile Systembohrung machen, weil wir machen nur zwei Türfronten. Leck mir, das ist immer wieder Gehirnjogging für Erwachsene. Zack, so einfach geht's. Geh mal an die Systembohrmaschine. Achtung, satisfying moment. Hoppla. Plopp. Also diese Maschine hier bohrt im Prinzip jetzt, so wie wir es machen werden, zwei Löcher. Für das Kreuzband, für die Kreuzplatte, später um vorne die Topfbänder mit der Front zu verbinden. Das macht die Maschine hier. Ich sag's auch jedes Mal, die macht viel mehr, die kann viel mehr. Die kann irgendwie hier das zum Beispiel zum Einpressen der Bänder, das hatte Matthias mal damals gesagt, von dem habe ich nämlich die Maschine. Ich benutze aber nur für Loch rein, weil das macht sie sehr, sehr gut und das ist eine echte Arbeitserleichterung. Ich glaube aber eigentlich nur, weil ich mich mit der anderen Möglichkeit noch nie beschäftigt habe, mit dem Ausmessen und von Hand bohren, aber die ist schon geil, das macht schon Bock. Deswegen benutze ich sie gerade einmal fix. Dieser Pfeil sagt, leg mich mit der Seite an die Maschine. Das hier zeigt mir, wo ich ungefähr diese Lochreihe jetzt bohren soll. Und dieser Pfeil nach oben, der sagt mir halt eben, das ist meine Anschlagseite. Damit soll ich einmal mich hier anschlagen und hier anschlagen. Das sind so die Markierungen, die ich mal gemacht habe, um mich so ein bisschen zurechtzufinden. Fun Fact, es ist so kalt, dass die Schmierung hinten am Zylinder nicht mehr so gut schmiert. Ich könnte es auch nachschmieren, aber wie gesagt, ich benutze eh nicht so oft. Fast hätte ich was vergessen. Jungs und Mädels, das da ist mal wieder spannend. Aber erst das da. Wir brauchen eine Bohrung für den Zwischenboden. Einer noch rein. 13. Jetzt brauchen wir noch die andere Platte. Flachdübel, Flachdübel, Flachdübel. Alle Welt will Flachdübel. Die Seitenbände stehen schon, da habe ich zwei Schrauben reingepackt, deswegen stehen die jetzt schon so ganz gut.
Jetzt kommt die Mittelwand rein, dann kommt oben die Deckplatte drauf und dann kommt auch gleich schon die Rückwand drauf. Da müssen wir richtig gut aufpassen, dass das Ganze immer noch im rechten 90-Grad-Winkel dann gefügt wird. Oh, was ist denn das da? Emma, du die Verpackungschipsfresse, deswegen muss ich jetzt bei mir hier in der Holzbude bleiben. Da unten sind die Schubladen, die will ich jetzt als erstes mal fertig machen, weil ich da gespannt bin, wie da die Qualität jetzt geworden ist mit der Klebebandverklebung. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das hier seht ihr ja nicht so oft, dass ich meine Fräser wechsle. Einfach aus dem Grund, weil hier unten drei Fräser drin sind und so die gängigsten Fräser wie ein Telo-Fräser bzw. ein Nutfräser. Echt so Fräser, Alter. Ein Nutfräser, oder? Ja, den benutzen wir oft, die Phasenfräse und Abgrundfräser. Abracadabra! Und die erste Schublade ist drin. Die habe ich jetzt einmal fix eingebaut, die läuft auch soweit wirklich sehr, sehr gut. Und eine Sache gibt es da eigentlich nur zu beachten, damit das Ganze funktioniert. Wir sehen ja hier, links ist eine Schublade und da rechts. Soweit gar kein großes Thema. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt hier die Auszüge auf die genau gleiche Höhe packen und die gleichen Bohrlöcher benutzen, dann stoßen die Schrauben aufeinander und drücken sich gegenseitig raus. Das bedeutet, hier rechts diesen Auszug werde ich jetzt einfach einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter nach unten setzen, damit halt eben die Schrauben nicht aufeinander treffen, sondern übereinander vorbeischrauben und halt eben dort nicht kollidieren. Der kann einmal raus, der Kamerad, und dann machen wir rechts direkt weiter. Gucken wir mal, ob das auch passt. Geile Scheiße. Edel, edel geht die Welt zugrunde. Boah, Alter, null Maß, null Spalt. Als nächstes packen wir jetzt die Rückwand drauf. Warum habe ich die nicht davor drauf gemacht? Weil jetzt haben wir im Prinzip ja die Dreckbelastung mit den Auszügen. Das hat tatsächlich einen ganz genauen Grund. Ich konnte vorher, wenn die Rückwand, oder wäre die Rückwand jetzt schon drauf gewesen, hätte ich einfach meinen Anschlagwinkel nicht ranpacken können und das wäre ein bisschen umständlicher gewesen, weil es mir halt eben wichtiger ist, dass die Auszüge gut laufen. Deswegen habe ich es so gemacht. Ganz wenig Holzleim. Ich will jetzt nämlich nicht überall einen Austritt haben. Aber dann habe ich gedacht, ich packe das Ding auf die falsche Seite. Das wäre der Fehl des Tages gewesen. Hat sich, glaube ich, nicht mehr bewegt, oder? Cool. Rollen sind drunter, dann kann man es rollen. Das ist ganz schön praktisch, deswegen habe ich Rollen drunter gepackt. Türfront zuschneiden, Türfront festschrauben. Let's go! Alter Leute, was ein Hickhack! Ich habe noch nie, also dafür ist es eigentlich ganz gut geworden, ich habe aber noch nie so viele verschiedene Topfbänder verbaut. Die hier haben zum Beispiel einen Soft-Close, die sind aber nicht geteilt, das bedeutet, die muss man festschrauben. Die habe ich noch nie verschraubt und das funktioniert auch nicht mehr, weil ich schon mit der Systembohrmaschine halt eben die Systemlöcher gebohrt habe oder die Löcher für die Euroschrauben. Einzelne Euroschrauben habe ich nicht, deswegen kann ich die hier gar nicht richtig benutzen. Ich habe es einmal probiert, hat nicht gut funktioniert. Dann habe ich noch andere, die haben diese Kunststoffplatte hier. Die haben aber keinen Soft-Close, das ist schlecht, die kann ich also auch nicht benutzen. Ich habe aber komischerweise von der Variante hier noch welche, die Soft-Close haben. Das bedeutet, ich habe jetzt einmal eine mit einer separaten Kreuzplatte eingebaut, oben und unten so einen hier mit Soft-Close. Ist jetzt nicht perfekt geworden, aber ist gut, ich zeige es euch.
Generell, was auffällt, hier ist eine größere Lücke. Ich habe gedacht, komm, ich mache mal eine größere Lücke, ob das cool aussieht. Und habe jetzt herausgefunden, dass das hier nicht so cool aussieht. Aber ich sag mal, es ist eine gleichbleibende Lücke und für ein Werkstattmöbel ist es dann in dem Fall okay. Hier die Lücke ist ein bisschen kleiner, wäre die hier auch, wäre es auch schön. Aber ich sag mal, alles gut, wenn ich hiervon nochmal einen baue, dann mache ich einfach rechts auch die Lücke etwas größer. Aber ansonsten funktioniert das hier eigentlich ziemlich gut. Rechts die Klappe, die sitzt minimal zu weit links. Ich komme aber nicht mehr weiter rüber, weil das zwei unterschiedliche Topfbänder sind und das dann halt eben so nicht passt. Aber wie gesagt, für ein Werkstattmöbel, es ist gut. Es ist gut und ich würde jetzt dafür nicht extra nochmal warten, bis neue Topfbänder ankommen. Deswegen lassen wir das so. Weil es einfach ist, öle ich das Ganze jetzt mit dem Konterholz Schneidebrettöl. Das funktioniert super. Kann man auch für MDF gut benutzen. Das ist auch echt der Wahnsinn, wie schnell das einzieht. Also hier oben ist schon kein Öl mehr zu spüren. Das ist komplett eingezogen. So Leute, das Projekt ist fertig und ich bin sehr zufrieden, wie das Ergebnis geworden ist. Moment, ich drehe mal die Kamera, dass ihr auch was sehen. Ich habe mein schlaues Büchelschlein in der Hand. Ich werde euch jetzt mal sagen, was dieses komplette Projekt hier gekostet hat. Übrigens, ihr seht, das wird benutzt als Schärfstation für die Drechselkurse. Habe ich, glaube ich, im Projekt auch schon angesprochen. Also, das Holz werde ich euch gleich sagen, weil das ist der ausschlaggebende Punkt. Daran wollte ich halt eben ein bisschen sparen, weil MDF ist eine gute Wahl, lässt sich super verarbeiten, sieht gut aus für die Werkstatt, wie ich finde. Aber ich habe es trotzdem ein bisschen unterschätzt, was wir auch so an Teilen haben, die wir hier verbaut haben. Also, fangen wir mal an. Wir haben einmal die Rollen, die kosten 25,99 €, sind 100 mm Rollen. Wir haben die vier Griffe, die kosten 6,80 €. Wir haben zwei Paar Auszüge, wohl bemerkt, das sind sehr, sehr gute Auszüge, also nicht die ganz günstigen, nicht die ganz billigen. Da sind wir pro Stück bei knapp 30 €. Das bedeutet für zwei Auszüge, zwei Paar, 59,38 €. Und jetzt die spannende Frage, was haben wir an Holzkosten? Also, wir sind bei 33 € netto, wenn wir keinerlei Verschnitt hätten und halt keine Mehrwertsteuer, die ist da auch noch nicht drin. Aber wir haben natürlich immer Verschnitt, weil wir haben einen Sägeschnitt. Ich werde angerufen. Danke. Tschüss. Da sind wir wieder da. Also Leute, Holz. Wir sind bei 33 € netto. Das ist sehr, sehr wenig. Da kommt natürlich erstmal die Mehrwertsteuer drauf und wir haben natürlich dann noch Verschnitt. Ich habe jetzt bei dem Plattenmaterial hier mit 30% Verschnitt gerechnet, was relativ gut sein soll. Wir haben ja den Sägeschnitt, wir haben Teile, die wir nicht benutzen können und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn wir die kompletten Platten, die angebrochen wurden, mit verrechnen würden, sind wir bei 76 €. Das ist aber hier nicht interessant. Wenn man einen Kundenauftrag hätte, wo das Plattenmaterial halt eben gekauft werden müsste, wäre das interessant. Aber in dem Fall hier benutze ich das Material dann noch für andere Projekte weiter. Das bedeutet, mit 30% Verschnitt und der Mehrwertsteuer sind wir bei 51,10 € für hier dieses Teil. 45 cm tief, 90 cm breit, 88 cm hoch. Alles aus MDF mit Schubladen, mit Fronten, mit zwei Einlegeböden. Ist gar nicht mal so wenig. Das sind von den großen Platten 1,40 m mal 2 Meter sind das 2,5 Stück gewesen ungefähr. Für euch mal so als Vorstellung. Das bedeutet, wir sind bei 143,27 €. Aber eine Sache habe ich da, als ich es mir aufgeschrieben habe, nämlich vergessen. Und zwar haben wir ja noch Topfbänder verarbeitet. Das sind hier innen drin die Beschläge. Das sind auch sehr, sehr gute Topfbänder. Und da sind wir dann, wenn wir die Topfbänder dazu rechnen, sind wir bei 167,25 €. Es ist jetzt tatsächlich gar nicht mal so günstig. Aber ich denke, das ist auch jetzt mal an dem Punkt mal eine ganz gute Sache, wenn er zum Schreiner geht und sagt, hey, ich will ein Möbel. Dass man halt nicht erwarten kann, dass auch sowas aus einem sehr günstigen Material, dass das halt eben nur 80, 90 € kostet, weil da ist keine Zeit drin, Schrauben und der ganze Kleingraben. Natürlich ist der jetzt nicht hier mit reingerechnet, weil wir es halt auch nicht so krass auf die Spitze treiben wollen mit dem Projekt. Aber ich denke, so die Kostenaufstellung ist eigentlich klar. Aber was ist denn, wenn wir jetzt mal ein bisschen sparen? Das bedeutet, keine Rollen. Das muss ja nicht in jeder Werkstatt auf Rollen sein. Das bedeutet, die können schon mal weg.
Dann, wenn wir zum Beispiel günstigere Auszüge benutzen, dann kosten irgendwie so zwei Paar Auszüge um die, was habe ich aufgeschrieben, 19,61 Euro. Das bedeutet, dass wenn wir alles ein bisschen abspecken, sind wir ungefähr bei, da liegen wir irgendwo so zwischen 70 und 100 Euro, wenn wir halt eben billigeres Material verwenden. Aber man muss sich halt auch immer vor Augen führen, die Auszüge hier, die sind so gut, die halten jetzt wirklich die nächsten Jahre. Wenn ihr günstige Auszüge kauft, funktioniert es auch. Aber man merkt einen qualitativen Unterschied. Das habe ich bei meiner Küche gemerkt. Das Werkstattmöbel hier, da funktionieren die Schubladen besser als in meiner Küche. Jetzt kommt der springende Punkt. Das ist immer noch viel Geld. Das Ding hier hat einen Materialwert von um die 170 Euro. Habe ich gesagt, ne? Knapp 170 Euro. Das ist nicht ohne. Dafür habe ich jetzt aber wirklich ein Werkstattmöbel, was ich die nächsten Jahre benutzen kann, was qualitativ gut ist, was gut funktioniert und was halt einfach eine Ergänzung für die komplette Werkstatt ist. Bei MDF sind wir so beim Quadratmeterpreis von unter 10 Euro. Bei Multiplex sind wir beim Quadratmeterpreis bei ungefähr 30 bis 40 Euro. Wohlbemerkt Nettopreise. Und dann merkt er jetzt schon, dass das Ganze drei bis viermal so teuer gewesen wäre und halt das ganze Ding nicht 170 Euro gekostet hätte, sondern 370 Euro, wenn wir dann 200 Euro mehr Holzkosten hätten. Das Telefon rappelt schon wieder. Also Leute, jetzt wisst ihr, was dieses komplette Teil hier gekostet hat. Wenn ihr ein Werkstattmöbel baut, baut es ruhig mal aus MDF, könnt es ölen, es funktioniert eigentlich ganz geil. Und das soll es für heute gewesen sein. Tschüssi!